Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy und wir spielen heute Minecraft Bed Wars. Dieses Mal auf der Map Solace. Okay, dann bauen wir das Bett nochmal ein. Mal so auf die Schnelle. Und dann krabbel ich nochmal schnell zu den Diamanten rüber. Hoffentlich liegt da noch was. Ich habe immer das Gefühl, ich bin so langsam. Ah, lol, hier war noch niemand. Blau. Gelb ist da hinten. Was macht Blau? Blau spielt mit Rot. Ja, gut. Gelb lässt mich auch in Ruhe. Schärfe. Eisenschwert. Jo, wenn der nicht da ist, dann gehe ich den mal besuchen, ne? Oder? Oh, ich glaube, der kommt da wieder. Oh nein, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hat er mich gesehen? Nee, der ist in seiner Base? Ich glaube nicht. Pass auf, dann gehe ich schnell rüber. Hat er mich nicht gesehen? Der hat mich echt nicht mitbekommen. Oh, wie cool ist das denn? Ja gut, dann mache ich halt sein Bett weg. Dann ist das so. So, das war's mit Gelb. So, ein bisschen einsortieren noch, ein bisschen sichern und dann mal gucken, was hat der denn hier gebaut? Lol. Das ist ja merkwürdig. Alter. Oh, hab ich mich erschrocken. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hilfe, 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 Hilfe. Alter. Oh, Mann. Okay, dann schnell ausrüsten. Bin ja, ne, bevor der kommt, das ist ja blöd. Alter, da bin ich echt perplex gewesen eben. Hab ich mich erschrocken von dem Typen. Meine Fresse, ey. So. Dauerhafte Eisenrüstung, ein paar Blöcke, Goldappel noch, den snacken wir noch ganz kurz. So, und dann, der ist immer noch nicht hier. Okay, lol. Ja, pass auf, dann renne ich da nochmal schnell rüber. Also, ja. Was macht der denn da immer so lange? Ich wäre jetzt eigentlich schon weitergelaufen. Okay, da ist er. Okay. So, das jetzt kommt. Das war, Rache war das nämlich gewesen. Die Revanche war das, ne? Genau, so, dann los. Dann beeilen wir uns mal, dass wir rüberkommen zu dem, damit wir... Huch, da wäre ich beinahe runter. Alter, da wäre ich beinahe runtergesprungen. Ohne Witz. So, hier sind noch Dias. Aber ich, pass auf, ich glaube, ich lasse die lieber hier. Wenn ich nämlich da jetzt rübergehe, laufe ich Gefahr, dass ich dann doch vielleicht sterbe. Und dann hat er die Diamanten. Das will ich ja auch nicht, ne? So, und dann... Komm, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, da siehst du. So, pass auf, ich mache jetzt... Ach, der hat Holz. Oh, Mann. Egal, ich mache das jetzt weg. Scheißegal. Der spawnt wieder und... Ah, egal, passt schon. Hauptsache, das Bett ist weg. Ganz einfach. müssen wir uns ein bisschen beeilen jetzt, ne? Ein bisschen ausrüsten auf die Schnelle. Und dann wollen wir weitergehen in der Hoffnung, dass wir... Da kommt er auch schon. Okay. Ich bleib gleich oben. Ich sollte den Fireball noch nicht zeigen. Guck mal, da ist der Fireball. Und dann gehst du jetzt weg. Tschüss. Der hat auch einen Fireball. Oh, das ist cool. Der hätte die gleiche Idee wie ich. Okay. Haltbarkeit auf Rüstung und die Produktion der Goldschmiede noch ein bisschen voranstellen. Ein paar Goldäppel. Und dann... Nein, mein Bett. Okay. Ach, das macht Sinn. Wir sind die Letzten. Ah, lol. Na, verpasst. Scheiße. Ey, das gibt's doch. Ich hab den nicht einmal getroffen. Egal, aber geiles Finale. Das passt schon. War ganz cool. Okay. Gut, dann geht's weiter auf der Map Waterfall. Was machen die Gegner? Okay. Aber sieht cool aus, die Map. Die ist echt cool mit den Wasserfällen und so. So, Bett nochmal provisorisch eingebaut. Und dann wollen wir uns mal rüberbauen, wa?
Er ist da. Bin da. Was macht mein Nachbar? Lol, der steht da nur rum. Irgendwie macht der gar nichts. Hä? Ich verstehe das nicht. Warum machen die Leute immer nichts? Oh doch, jetzt macht er was. Er baut seine Blöcke wieder. Ja, Mahlzeit. Schön, dass du auch schon anfängst, dein Bett einzumachen. Hallo. Na, jetzt hat er mich gesehen, was ich hier mache. Okay, vier Dias. Ich glaube, dann gehe ich zurück und tune mein Schwert erstmal. Und da holen wir uns mal ganz salopp Schärfe. Bauen das Bett nochmal zu Ende, weil das sieht dann auch schön aus. Und dann ist es auch ein bisschen getarnt. Was macht der da? Der ist irgendwie, ich weiß es gar nicht. Der hat sein Bett jetzt provisorisch eingebaut. Links der Nachbar, der macht auch irgendwie nicht so wirklich was. Pass auf, dann hole ich mir Blöcke und gehe zu meinem Nachbarn. Ich glaube, das ist die beste Variante, oder? Rüber zu Aqua. Das machen wir einfach nochmal. Es sei denn, warte mal, die Dias, wie viel sind hier? Zwei. Okay, pass auf, zwei Dias. Dann hole ich mir noch was, und zwar Schutz für die Rüstung. Und dann, er ist immer noch nicht da und er auch nicht. Pass auf, dann gehe ich von hier oben, die gehe ich direkt von meiner Insel rüber. Mach mal einfach, komm, ich gehe dich besuchen. Komm, bis gleich. So, wo ist er? Der ist nicht da, ne? Lol, ja, dann mache ich dein Bett weg, ganz einfach. Ganz einfach, dann mache ich dein Bett weg. So, dann nochmal eine Rüstung holen. Oh, der spawnt hier noch, lol. Hat er sich echt runtergestoßen oder runtergestürzt? Lol, der will noch echt zu mir. Nö, komm. Du nicht. So, wen haben wir noch? Blau. Dann gehen wir an Blau ran und gucken nach, was wir mit dem noch machen können. Was auch, holen wir uns noch eine Eisenrüstung. Ein bisschen Wolle, oder? Brauche ich noch? Ne, brauche ich ja nicht, gar nicht, ne? Komm, scheiß drauf. So, pass auf, ich gehe den mal suchen, mal sehen. Wo bist du denn? Blau, Aqua, da hinten gelb, rot. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken, wo der so ist. Sammeln wir hier die Items, sammle ich auch nochmal ein. Kann man ja immer gebrauchen, wer weiß wofür, ne? Also das sind halt solche Sachen. Immer wichtig, Items mitzunehmen, gerade sowas. Guck mal, da ist er. Okay, er baut sich rüber, er hat mich nicht gesehen. Jo, dann baue ich rüber. Dann, dadurch, dass du kein Bett mehr hast, fange ich dich doch irgendwie, glaube ich, in einer Base ab oder sowas. Weil du wirst ja zurückkommen, nachdem du deine Emeralds eingesammelt hast. Und wirst dir garantiert irgendwas in dir holen wollen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Gehe ich dazu in deine Base? Oder gehe ich weiter? Wobei, ich könnte den... Hä? Wieso liefen die denn immer? Ey, das ist jetzt schon, ich glaube, der dritte? Wieso liefen die denn immer? Hätte ich vielleicht doch hinterher rennen sollen? Gut, okay, da das Video bisher nur 8,5 Minuten lang war, dann noch einen dritten Part. Und zwar auf der Map Speedway. Ganz einfach. So, das Bett einbauen. Er kommt da auch schon rüber zu den Dias. Och Mann, warum habe ich denn immer so abgeranzte? Kommst du jetzt auch noch hierher? Bisher war das immer so gewesen, dass die Leute, die wirklich dieses Speed bauen können und drauf haben, dann auch gleich immer zu mir gekommen sind. Und dann meistens nicht nur einer, sondern immer alle. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Okay, er geht nach Hause. Er hat selber Probleme. Ja gut, ich würde sagen, tschüss grün. Ja, pass auf, dann baue ich. So. Er geht da drüben rüber. Okay, dann kann ich ja eigentlich schnell... Er hat mich gesehen. Och Mann! Er hat mich gesehen. Machst du trotzdem was? Er geht trotzdem. Los, dann rüber zu ihm, schnell. Er hat mich gesehen. Aber er geht trotzdem mutig großen Schrittes voran zu Weiß. Pass auf, dann bist du tot. Möchte ich mal so sagen. Es sei denn, du kommst hier noch irgendwie... Der kommt zurück, der hat nur Weiß getötet. Der hat das Bett von Weiß abgebaut. Och Mann! Jetzt baut er sich da oben hoch, ne?
War der Goldappel? Und ich save, glaube ich, nochmal schnell mein Dia. Weil ich habe so das Gefühl, dass der, weil der hier Healing hat in seiner Base, dass der schneller healt, als ich ihn schlagen kann. Und gerade mit dem blöden Steinschwert, ich habe auch keine Rüstung an. Deswegen, oh, da ist er. Alter, was hat der denn wieder für eine Range? Ohne Witz, ich habe, glaube ich, nicht einen Treffer gelandet, ne? Mann! Okay, dann los. Eisenschwert. Kann ich mir eine Rüstung holen? Oh ja, ich kann mir eine Rüstung holen. Wenigstens ein bisschen Schutz. So, dann hole ich mir hier auch nochmal den Healpool, dass ich hier schnellere Heilung habe in der Base, ein paar Blöcke. Und dann ist die Frage, der kriegt jetzt Probleme mit, was ist das, rot? Pink? Pink ist das, pink. Okay, dann lass die sich klopfen, dann gehe ich da schnell rüber. Lol, weil Aqua flieht. Der ist tot. Okay, Aqua ist weg. Dann bist du jetzt mein Opfer. Ganz einfach. So. Hallo, ich habe 4 Dias vererbt bekommen. Dann hole ich mir Schärfe, definitiv. So, da drüben ist der Emerald Spawner. Da gehe ich mal auf die Schnelle hin. In der Hoffnung, dass da noch... Ah, da war schon einer. Oh Mann. Da oben läuft der sogar noch. Lol, das war grau. Die alte Ratte. Der hat sich gerade die... Ei. Ohne Witz, das sind so Spawner, die sind so gerne gesehen. Die kann man ganz gerne mitnehmen. Lol. Hat er mich nicht gesehen? Doch, jetzt. Ich glaube, der hat mich aber gar nicht gesehen. Da springt er runter. Ich habe ein Dia. Hallo. So, pass auf. Dann gehen wir einmal die übliche Strecke. Ich hätte ja auch die Abkürzung nehmen können, klar. Aber ich, es ist ja ein Speedway. Und dementsprechend nehmen wir die Strecke. Ich bin schon wieder alleine mit dem. Und der hat kein Bett mehr. Wo ist grau? Wo ist grau? Wo ist grau? Da ist grau. Ich werde wahrscheinlich keine Chance gegen den sehen. Leute, der hat ein Dia-Schwert. Alter, ohne Witz. Und vor allem, ich habe den nicht einmal getroffen wieder, ne? Der hatte wieder eine Range bis Ultimo. Es verstehe ich einfach nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich begreife das nicht. Ich werde das, glaube ich, nie begreifen, warum andere Leute eine größere oder so eine extrem große Range haben. Es ist wirklich so. Manchmal sehe ich da einfach keine Sonne. Also ich habe dann auch nicht die Möglichkeiten, überhaupt irgendetwas zu machen. Weiß ich, kennst du das auch? Das ist Wahnsinn, ist das. Na klar ist man dann verleitet, schnell verleitet zu sagen, oh, Hex und so, ne? Aber da möchte ich nicht immer drauf gehen. Ja, ich habe nur noch ein Dia, ne? Scheiße. Da möchte ich aber nicht unbedingt immer auf diese Schiene gehen und sagen, das sind unbedingt Hex und bla und Pillow und überhaupt und sowieso. Na, es ist halt einfach dieses Spiel. Ich weiß nicht wieso. Es ist einfach wirklich Minecraft, weil ich weiß, die Range ist normalerweise irgendwas zwischen 3 und 3,5 Blöcke. Das ist so standardmäßig im normalen Survival-Modus. Muss man dazu sagen. Hallo. Aber was hier so manchmal abgeht, das ist die wahre Pracht. Ich kann es echt nicht sagen. So, los, dann komm her. Ja, los, komm. Ich geh zurück. Ich lasse dir eine Chance. Lol. Das war ein nicer Move. Das war ein nicer Move, ey. Los, dann bau mal ein Bett ab. Komm. Okay. Haben wir nicht. Haben wir doch. Eventuell. Vielleicht. Aha, da kommt er. Er ist unsichtbar. Wo ist er? Irgendwo ist er. Da müsste rechts stehen. Er müsste rechts stehen. Da ist er. Ja, alles klar. Er ist unsichtbar. Mitten im Dia-Schwert. Alter Schwede. Und wieder so eine mega abgefuckte Range, ey. Mal easy. Ja, na klar. Musst du auch noch rumpimmeln. Aber war gut, ne? War nice. Also in diesem Sinne. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bewertet den Part. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey.